Und damit herzlich willkommen zurück zu... Ach du Scheiße, da kommt sie schon wieder. Also nicht das Spiel, aber hier sind schon wieder ganz viele von diesen Viechern. The Forest, genau. Ja, umso mehr Tage man halt überlebt, ne, umso mehr kommen auch diese netten Herrschaften. Ja, es ist übel. Also du kannst kaum noch in den Wald reingehen, da kommt sie wirklich schon zu viel. Oh, ein Regenbogen. Wo denn? Ah, ein Regenbogen. Ach schön. Regenbogen. So. Wir hatten hier diese Lampe bei dem bei der Höhle. Die hab ich da Höhle hingestellt. Ah, ich wollte schon sagen. Das sieht nicht spielimplementiert aus. Nee, das war ich. Um auch zu markieren, Vorsicht, da ist die Höhle. Oh. Hab ich glaube ich dir auch noch mit einem mitgegeben. Oh, Vorsicht. Alter. Oh, der kriegt von beiden Seiten. Du hast die Katana, Kata. Wieso nutzt du es nicht? Ah ja, stimmt. Naja, weil ich halt mit dem gerade ausgerüstet war. So, ich muss kurz... Schaffst du es ja? Ja, mit einem Schlag liegen die halt bei der Waffe hier. Mit welcher? Mit der Katana? Nee, ich habe hier so eine gecraftete Axt. Hab ich mir gegönnt. Ach, schön. Kannst du ja eigentlich auch craften. Ein Stein, ein Seil, so, sonst ein bisschen was und dann eigentlich war's das schon. Ich habe jetzt auch noch mal ein bisschen... Bone Armor craften. Ja, Knochen brauchen wir nachher. Aber es ist gut, dass da so viele kommen, weil dann können wir recht viele verheizen. Eben, genau. Müssen wir halt nur aufpassen, dass wir wirklich dann uns nicht treffen lassen davon. Ja, deswegen gucke ich immer, dass ich nicht in deiner Nähe kämpfe, sondern woanders. Ja, das ist eigentlich gar nicht so unclever. So. Genau. Oh, ein Lurch. Ob er geschlachtet wird? Nein, wird er nicht. Wird er nicht? Nein. Ich würde aber sagen, ich oder? Nee, ich kann eigentlich mal mit Bäume fällen. Kannst du Ich glaube, wir brauchen erstmal so den Wall, um überhaupt was bewirken zu können. Ja, der Wall ist erstmal am wichtigsten und dann kommen die inneren Sachen, ja. Die Basis, genau, und sowas. Oh, da schreit schon wieder was. Da steht was. Aber ignorieren, die schreien viel, wenn der Tag lang ist. Das ist halt einfach das Geile an dem Seed hier. Du kannst Bäume fällen, bist direkt an der Basis. So, das war jetzt sehr blöd von ihr. Die klettern ja auch auf Bäume drauf. Ne? Echt? Ja, und deswegen, deswegen kannst du auch da, wenn du die Bäume runterfällst, dann fallen die auch manchmal aufs Maul. Da hinten ist dann so ein Knochending. Also wenn du gerade noch ein paar Sticks hast, kannst du es ja mal fertig machen. Dann können wir da unsere Knochen reinlegen. Ja, wo? Dort hinten, gleich am Feuer. Muss man ein bisschen rumgucken. Ach, da, okay. Ja, es geht noch. Ein Freund. Ah, perfekt. Also das Katana ist eigentlich wirklich echt das Beste, was man haben kann. Ja.
Schon gut, dass wir uns das geholt haben. Also will ich ja gar nicht wissen, ich habe ja sonst immer auf hart gespielt, weil hart ist eigentlich das Normal von dem Spiel hier. Okay. Also wir spielen sozusagen gerade auf einfach. So. Hier fällt auch der Baum. Motorsäge, geht es dann auch mit Bäume fällen? Ich denke, ja. Müsste man mal herausfinden dann. Wäre dann auch sehr nice, ja. Dann wollen wir eventuell in der nächsten Folge dann, oder also wenn wir die Basis so ein bisschen aufgerüstet haben, wollen wir uns dann die Motorsäge mal holen? Das wäre vielleicht mal von Vorteil, ja. Ich glaube, das ist schon ziemlich high-end, was wir dann haben, aber ja, warum nicht? Kann man mal machen, ja. So eine schöne Motorsäge, ja klar, warum nicht? So. So, rüstungstechnisch bin ich jetzt auch wieder ein bisschen ausgerüstet. Ja, ich hab noch gar nichts. Oh, da ist wieder ein Medizinmann. Ein Medizinmann? Ja, das ist der mit diesen komischen Dingern im... Toll, jetzt komme ich durch unsere eigene Mauer nicht mehr durch. Dann lass die doch mal wegschnitzeln. Für Sparta! Für Schottland! Ich glaube, bei Highlander sind wir hier nicht. Oh, mein Auge. Dein Auge? Fuck. Mein Auge, ja. Das hat gut. Ja, Bäume fällen und gleichzeitig Dinger bekämpfen ist halt auf der einen Seite schwierig, weil du immer die Waffen wechseln musst, ja. Nee, das nicht unbedingt, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Ausdauer immer so gering ist. Ja, das auch. Ich hole jetzt mal auf jeden Fall den Walkman raus. Geil. Weil dann haben wir nämlich keine Ausdauerprobleme. Oh scheiße, ich bin brenne. Geil. Geil, die Musik und dazu der Schrei. Forest. Schade, dass du es nicht auch hörst, die Musik. Ja, ich kann ja selber Musik reinmachen. Muss nur aufpassen, dann wegen der GEMA, glaube ich. Ja, ich weiß nicht, was das für Musik ist. Ich auch nicht. Das ist eigentlich nur normale Instrumentalmusik, aber... Ja, der Forest. Ich hab gerade das hier vom Curry drinne. Läuft da tatsächlich das Lied The Forest? The Forest. Na, Curry hat das ja selber vertont, dieses Ach, Lied. Achso, okay. Ja, da merkt man wieder, dass du zu wenig Let's Plays guckst. Ja, nicht alle. Selber Let's Player, aber von anderen YouTubern nichts gucken. So ist das. Kommen wir denn dahin, wenn ich alle angucke? Das geht ja auch nicht. Ja, ich meine, ich habe so gut wie alle Let's Plays gesehen. Zwar nicht von Curry, aber vom großen Bärtigen. Vom großen Bärtigen. The Forest. The Forest. Geil. Also wer es auf jeden Fall noch nicht gesehen hat, guckt es euch beim Herrn Currywurstel an. Der macht das echt gut. Ich hab ja jetzt nochmal Musik laufen, aber das war Rock. Das hatten wir bei der letzten Aufnahme schon. Kombinieren. Hoppala. Wir könnten ja dann auch demnächst mal uns die, nicht nur
die Motorsäge holen, sondern auch die beste Axt, wo die Bäume am besten fallen. Das können wir auch machen. Weil umso mehr Schaden die Axt macht, also umso massiver die ist, umso mehr fallen dann auch die Bäume, ne? Logischerweise. Also die Feueraxt, die wir da am Anfang bekommen haben, die macht natürlich nicht so viel wie diese Steinaxt, die ich mir jetzt hier gecraftet habe. Jetzt ist die Musik wieder aus. Schade, das Lied war so kurz. Aber gut, kann man nochmal abspielen. Okay, will nicht mehr. Ja, bei mir läuft gerade auch keine Musik mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Ah, jetzt geht's wieder von vorne los. Sehr gut. Ehrlich, man kann die Dinger übrigens auch an einen Baum dran heften, ne? Ich wollte gerade sagen, weil ich kann das... Lol, dann läuft die Musik hier. Ja. Ist ja nice. Bloß blöd, wenn der Baum dann umfällt und dein Kassettenrekorder auch kaputt ist. Ich glaube, der geht so schnell nicht kaputt. Jetzt spielt er irgendwie nicht mehr. Ja, meiner auch nicht mehr. Und anstatt dass der Ureinwohner mir hier zuguckt, wie ich einen Baum fäll, hätte er mir auch ruhig helfen können. Stand gerade neben mir und hat zugeguckt. Ja, bei mir auch, die rennen hier die ganze Zeit rum. Was macht denn jetzt? Warum? So. Was dann? Ich verstehe den Musikplayer nicht, der macht irgendwie. Will nicht mehr, gell? Nee. Irgendwie macht er nur Schwachsinn. Der startet ab und zu mal wieder, aber dann lässt das auch wieder. Ja, na, dann möchte ich nicht haben. Dann kannst du mir mal gestohlen bleiben. Ja, jetzt spielt er wieder ab. Hä? Ist das verbuggt, dass man nur einmal hören kann oder was? Also einer. Ja, kann er dann fürs Let's Play kannst du ihn haben. So, Kader, wir haben ja lange kein Thema mehr gehabt. Ich überleg mir auch gerade, über was man eigentlich reden könnte. Wie wär's denn über Alpha-Spiele? Kader, wie denkst du denn über die aktuelle Entwicklung, dass so viele Spiele in der Alpha jetzt schon veröffentlicht werden? Weil normalerweise kommen ja die Spiele eigentlich erst mal raus, wenn sie schon lange, also jedenfalls war es früher so, wenn sie schon lange fertig sind. Richtig. Oder wenn du Glück hast, hast du eine Beta bekommen und dann war das eigentlich auch mal. Dann hast du einen Beta-Key bekommen sogar. Dann konntest du das tatsächlich testen. War natürlich nur limitierte Auflagen dann, also nicht jeder hat einen Beta-Key bekommen. Und das waren ja dann meistens so die Reporter oder so, die das dann schon bekommen haben. Ja, genau. Damals waren ja die Zeitschriften auch noch ziemlich groß, sage ich mal so. Also hier die GameStar und was es da alles gab. Nee, ich glaube GameStar gibt es sogar noch. GamePro. Was waren das? Game Pro oder Computerbild oder so, ich glaube, es gibt es. Die Computerbild gibt es immer noch. Also, ich hatte damals die Blade 3, das war ja die für die PlayStation 3 das Magazin. Weil ich ja mehr an der Konsole aufgewachsen bin und hatte natürlich auch eher die PlayStation und so Zeug. Und da hatte ich halt immer die Blade 3. Wollen wir eigentlich kurz nächtigen, Kata? Oh, das wäre nicht schlecht, ja. Ich habe nämlich hier schon wieder Freunde. Komm mal gerne machen. Ich speichere auch gleich nochmal ab, wenn du hier bist, genau. So. Und wir können schlafen. So, dann speichere ich auch nochmal kurz. Ich weiß zwar nicht, was es mir bringt, aber hey. Probier's einfach. So, können wir in der Nacht? Ja, ich glaube, oder? Ah, ne, wir können nicht schlafen, weil draußen Gegner sind. Die okay. Machen. Gut, dann werde ich mir kurz rausgucken. Wo ist er denn? Warte, ich rüste meine Katana aus und gehe dann auch mal frische Luft schnappen. Schön, dass du jetzt schon kommst, Katana. Jetzt, wo alles vorbei ist. Echt? Ist alles vorbei?
Ja. Oh, das tut mir leid. Ich bin stark. Die Musik ist cool. Hörst du die? Oh nee. Mann. So, jetzt aber erstmal was verknusen hier. Oh, ich werde auch mit einem schönen Kopf. Ich wäre hier noch zum Kannibalen. Ja, zurück zu der Alpha-Spiele. Doch, ich finde es ganz gut. Also, muss ich echt ehrlich zugeben, ich habe jetzt tatsächlich auch schon einige Alphas gespielt. Findest du gut die Entwicklung, ja? Ich finde es in Ordnung, ja, ja, doch, ist ganz okay. Auch was sie bei anderen Spielen machen, dass sie tatsächlich das Spiel kannst du dann downloaden oder kaufen. Und dann gibt es noch Testserver mit dazu. Das heißt, dass wenn tatsächlich mal dann ein Update rauskommt oder so, dass es erst auf diesen Testservern, dass die Entwickler das selber testen, aber auch uns Gamer tatsächlich auch das testen lassen. Das finde ich auch sehr nice. Ja, yeah, das kenne ich auch noch von Online-Browser-Games. Die machen das auch so. Okay. Ja, die haben halt auch einen Testserver direkt und kannst dich dann da anmelden oder eintragen oder kannst du mal anmelden, auch wieder wie das schon bei dem richtigen Spiel gemacht hast. Und dann bist du halt da und kannst dann da in Ruhe dich ausprobieren, zocken, das neue Update ausprobieren. Ja. Doch, ja, ich finde es auch echt super. Also ich hab's bei einem ganz bekannten Spiel, also PUBG, kann ich eigentlich sagen. Sind ja auch die Testserver vorhanden. Ja, gut, PUBG. Ja. Würde ich vielleicht nicht mal so als Beispiel nehmen, weil ich denke, das ist auch ein Spiel, was eigentlich einfach programmiert ist und was jetzt nicht großartig Aufwand gekostet hat, würde ich sagen. Wir haben trotzdem Testserver zur Verfügung gestellt und jetzt, wo das neue rauskam, fand ich es eigentlich sehr nice. Und hat gut funktioniert, muss man auch sagen. Ja, naja, gut. Ich bin halt nicht so Fan von dem Spiel, deswegen. Ja, okay. Geben halt etwas sein. Tobi, die Tür zu dem Wald zum Strand darüber, also da zu dem Wald rüber. Hinter dir. Ja. Hinter ja. Dir? Hinter dir? Ja, was? Sag einfach, Kater. Wir kommen da nicht durch. Das müssen wir einreißen und müssen die Tür woanders hin bauen. Hä, wo? Wo? Wo bist du? Lauf geradeaus, lauf geradeaus. Zu der Wand und geh mal da durch die Tür durch. Hier drüben? Ja. Hä? Ich bin nicht durchgekommen. Lol. Okay, ich kam nicht durch. Okay. Schon mal mit Ducken versucht? Lol. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Ja, ja. Ja, Tobi, was hältst du denn von Alpha-Spielen? Ich find's eigentlich auch positiv. Dass man auch mal mitbekommt, wie so eine Entwicklung eigentlich abläuft. Ne? Weil das bekommst du ja sonst gar nicht mit. Ja, richtig. Also bei Bethesda oder so, kriegst du ja gar nichts mit davon. Die bringen einfach immer nur fertige Spiele raus und dann ist es so und dann war's das. Kleinen Moment, ich muss kurz Freunde besiegen. Ja, ich hab ja auch gerade wieder welche. Jetzt geht die Musik los. Schön. Und die hat gerade so was. So, stirb einfach. Wupp, 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 wupp. Schön. Ja, Alphas. Also ich find's gut. Ich finde die Entwicklung gut, die sie machen. Ist vielleicht nicht unbedingt bei jedem Spiel notwendig. Aber gibt halt auch viele, viele sinnlose Alphas, die einfach Unmengen kosten. Ne, muss ja, man auf jeden auch Fall dazu sagen. Viele, viele Entwicklerstudios nutzen, glaube ich, dieses Geld für die Alphas auch ein bisschen. Lässt du den Baumstein noch liegen? Ja.
viele Entwickler nutzen die Alphas, glaube ich, auch nochmal auf, um ihr Budget ein wenig aufzubessern. Ja, ja, ich glaube auch. Weil, ja, mittlerweile ist es halt wirklich so, die Firmen geben einfach viel zu geringe Beträge an, um halt an diesen Zuschlag zu kommen. Und dann fragen sie halt nach ein paar Monaten wieder nach dem nächsten Zuschlag. Das ist immer so ein bisschen doof, finde ich. Aber ist halt unser jetziges Wirtschaftssystem, was so darauf ist. Der am wenigsten bietet, kriegt dann den Job, aber ist halt keine dann optimale Preiseinschätzung. Sondern eigentlich, ja, die lügen sich so in die Taschen und sagen dann, hier, wir brauchen mehr. Ja. Hat doch nicht gereicht. Deswegen sollen ja ab diesem Jahr auch tatsächlich, also PlayStation-Spiele sind ja auch schon teuer, also Spiele allgemein sind ja teuer mit 60 Euro, aber sie sollen tatsächlich jetzt auch noch teurer werden. Noch teurer? Ja. Ja, da muss ich sagen, das finde ich schon wieder ein bisschen Schwachsinn. Bei 60 Euro pro Spiel ist eigentlich in Ordnung. Ja, natürlich geht die Entwicklung dahin, dass jeder sagt, hier, oh, ich will noch mehr, ich will hier noch ein Feature, da noch ein Feature und sowas. Aber, ja, keine Ahnung. Also ich muss sagen, 60 Euro für ein Spiel bezahle ich noch. Ich bezahle noch 100 für eine Gold Edition, wo es noch was extra mit dazu gibt oder so. Ja, eine Special Edition. Also ich hole auch gern Special Editions, wo ich dann sage, ja, das lohnt sich. Also gerade bei Ubisoft-Spielen, bei Assassin's Creed, die Reihe, nutze ich eigentlich sehr gerne die Special Editions. Also gerade mit den Figuren, weil ich halt auch so ein bisschen die Figuren sehr arg mag. Ja. Nee, genau. Und dann würde ich, also bis zu 100 Euro zahle ich pro Spiel, was so 70 Stunden Spielspaß verspricht. Und dann. Ich meine, es gibt auch Spiele wie jetzt hier zum Beispiel The Forest, die kosten nicht so viel und bringen dir sogar noch mehr Stunden Spielspaß. Ja, klar, natürlich. Und gerade so Multiplayer-Dinger sind eigentlich schon fast mittlerweile viel besser als Alleinspiele, weil mit Multiplayer hat man einfach auch mehr Spaß. Ja, naja, nicht unbedingt. Also es gibt auch Einzelspieler, die ich immer mehr Spiele vorziehen würde. Witcher 3 zum Beispiel ist einfach mega gut und mein absolutes Lieblingsspiel momentan. Aber ich muss in die Hütte, ich muss in die Hütte. Also draußen rennen drei oder vier rum. Donner, Buddy. Tobi? Ja? Ich bräuchte mal Hilfe. Oh Gott. Weißt du, wie es dann immer losgeht, Tobi? Oh, da steht er schon. Hallo, Herr Nachbar. Sie haben sich nicht angemeldet, Sie kriegen keinen Kuchen. Interessant. Oh fuck, ich werde gleich sterben. Ich sehe grau und die reißen unsere Hütte gerade ein, Tobi. Ja, dann reparier sie, keine Ahnung. Ich habe diesen Hammer nicht. Einer ist. Oh ja. Fuck. Kann da raus. Jetzt greifen sie aber ganz schön an hier. Aber mit zweien komme ich auch nicht klar. Also es wäre cool, wenn du einmal. Was machst du? Oh nein! Das hast du mich glaub niedergeschlagen. Nee. Eigentlich nicht. Okay. So. Danke. Bitte. Ich danke dir. Aber man kriegt immer noch so einen Schlag ab, wenn man einen heilt irgendwie. Haben wir noch Besuch? Ja, irgendwo ist noch was. Ja, da ist er. Ja, jetzt geht's schon ordentlich los. Ja, jetzt kommen wieder drei Stück. Alter. Oh Mann. Ich bin schon wieder down. Hi. Ja, ich seh's. Oh Gott. Weißt du, wofür jetzt Zeit ist? Was? Für was? Du hast es gleich hören. Hat es schon Bumm gemacht? Nee.
Ich habe eigentlich gerade Dynamit auf die geschmissen. Vorsicht hinter dir! Ja, ich muss halt nur noch Katana ausrüsten. Aber die Musik passt ja auch ein. Ist ja ein Traum dazu. Ja. Ein Lurch! Schade. Ha! Sehr gut. Ja, das ist schon manchmal gar nicht mehr so einfach. Jetzt gibt's auf jeden Fall ordentlich Knochen. Nimm Medizin, ne? Wenn du. Wenn ja, du, ich hab grad nehmen müssen. Alter, es sind noch zwei im Dorf, Tobi. Ja. Ich bin gerade schon dabei, hier unsere Freunde so ein bisschen zu verknusen, dass da mehr kommen. Zu verknusen. Zu verbrennen, meine ich. Waren das jetzt alle? Ja, ja. Sehr gut, dann kann ich ja schon mal unsere Basis wieder auf. Alter, guck dir das mal an hier. Die haben ja alles zerstört. Ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe haben. Glaube ich aber nicht. Ja. Nee, glaube ich auch nicht. Ja. Medizin mal drauf packen. Meine Rüstung haben sie jetzt natürlich auch komplett runtergekloppt, weil ich halt so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf mich ziehen musste. Ja, ja. Oh, ein Bein. Das schmecken. Ich weiß nicht, es gab dann irgendwie eine Errungenschaft. Vielleicht habe ich die aber schon. Wenn man so auf Dauer so Beine und sowas isst. Ja. So, wir müssen. Ja, toll, aber. Wir müssen jetzt auf jeden Fall. Was wir jetzt zuerst weiterbauen müssen, Kata, ist jetzt wieder die. Wieder unser Haus, ne? Ja, ja. Sonst. Ich schmeiß dir gerade Holz runter, Tobi. Hä, hey, was macht denn der hier? Nee, ich will. Geht das? So. Ist das so korrekt? Ja, müsste eigentlich passen so. Gut. Tobi, wir sollten auch mal wieder ein Päuschen einlegen. Ein Päuschen? Ja. Ja, nach dieser Schlacht der fünf Heere hier, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis dahin. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.